Moin Moin und herzlich willkommen bei Kite Buddy. Wie ihr sehen könnt, habt ihr hier Rucksäcke liegen, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Das auch aus folgendem Grund. Ich habe jetzt hier als einer der ersten zum Release die Kites von Elevate hier und ich habe auch schon ein paar Jungs, die damit ganz schön viel zu tun hatten in der Vergangenheit. Ich habe hier einmal jetzt den Philipp und den Peter, die sich jetzt erstmal vorstellen werden, bevor wir auf die Produkte eingehen werden. Philipp, erzähl doch mal, wer du bist, was du so machst. Ja, moin. Bin jetzt auch schon ein paar Jährchen in der Kite-Szenerie unterwegs. Jetzt meine neue Aufgabe wird sein, die neue Firma Elevate hier in Deutschland zu vertreten. Ich werde viel an Stränden sein, viele Test-Events machen und ja, ich hoffentlich von unseren neuen Produkten überzeugen. Okay, also unsere neue Kontaktperson in Deutschland an den Stränden bei uns. Und Peter, du bist schon ein bisschen länger im Kite-Business drin als wir beide und ja. Hast viel in Entwicklung gearbeitet. Stell dich mal bitte vor, wer bist du, was machst du? Mein Name ist Peter Stieve und ich baue die Elevate Kites. Okay. Aber ich baue nicht, oder ich habe nicht nur Elevate Kites gebaut, also ich bin professionell in der Industrie seit 2001 und habe mit wahrscheinlich über 1500 Prototypen so einen eine gewisse Spektrum an Erfahrung in dem Bereich und habe früher für eine Fabrik in Fernost gearbeitet, das war 2002 und habe ungefähr für 4-5 unterschiedliche Bands, internationale Bands, große Bands gearbeitet und die Kites designt. Okay. Okay, also du bist der Typ, der hinter Computer einmal das Design, den ganzen Shape und alles macht vom Kite und für die Bar und dann testest du die Produkte auch. Ja, im Prinzip schon. Also wir früher haben wir tatsächlich noch Sachen auch auf dem Segeltisch gemacht. Das sind das waren die Anfänge. Okay. Und dann irgendwann ging natürlich das CAD-Design los und zum Glück. Weil sonst könnte man einfach diesen Umfang an Arbeit auch gar nicht mehr bewältigen. Ja. Und ja, im Prinzip ist richtig. Also wir designen die Kites am Computer und diese werden dann in der Produktion gesampelt und dann wird der Prototyp getestet, teilweise mit unterschiedlichen Breitelkonfigurationen. Mhm. Das wird ausgewertet und danach wird dann der nächste Prototyp gemacht, um dann das Ergebnis, was man haben will, zu erzielen. Und dann wird es irgendwann approved und dann geht das Produkt in Produktion. Okay. Ja. Jetzt eine neue Brand auf dem Markt. Wie ist es dazu gekommen? Welche Motivation steckt dahinter? Und können wir schon so ein bisschen erzählen, was euer Herzstück ist, was euch so ausmachen wird? Ja. Also, ja, neue Brand. Wir haben durch die lange Zeit in der Industrie wir haben einfach einen großen Kreis von Leuten, die Produkte mögen, mit denen wir zusammenarbeiten, professionell, aber auch von der Consumer-Seite. Und nun ist eine Situation entstanden, eine Lücke entstanden, und wo wir mit unserer Idee, mit unserer Passion die Sache verfolgen können. Wir tun das, was wir wollen, daran, wo wir an was wir glauben, und dadurch ist dann halt die neue Linie entstanden. Ja. Neue Linie, über wie viele Kites sprechen wir? Also jetzt gar nicht über die Größe zu sprechen, aber Modellserien, was wird uns da erwarten? Also wir haben 4 unterschiedliche Kite-Modelle, welches dann natürlich in unterschiedlichen Größen angeboten wird. Und da haben wir eigentlich für jeden Style-Bereich etwas lieferbar. Ja, also Freeride, Freestyle und Wakestyle, Wave und dann nochmal einen richtigen C-Kite oder wie das ist. Also was wir haben, wir haben zwei Kites, den FS und den AS. Das sind, sag ich mal, so die Haupt-Kites, die wahrscheinlich 80% oder 70% des Konsumerbedarfs abdecken. Mhm. Wobei der FS ein C-Kite oder ein Open Sea C-Kite darstellt mit einer Breitel,
welche halt dann in die Freestyle-Richtung geht. Ja. Mit dem RS haben wir einen ganz klassischen, typischen Crossover-Kite, welcher mit drei Strat-Konfiguration Medium to High Sweep, Medium to High Aspect Ratio in die Performance Freeride Kategorie geht. Dann haben wir mit dem WS, auch ganz lustig, ne? Die Namen. Ja, ich sehe das, ist WS Wave und Freestyle Series. Das ist eine ganz klare Kategorisierung, denn der Name sagt, wofür der Kite steht. Ja, ja. Also da muss man nicht lange überlegen, das ist eine ganz klare Linie. Ja. Der WS ist der Wave Kite, welcher als 3-Strut-Kite mit einem guten Drift, Medium Aspect Ratio, Medium to Low Sweep, einen guten Drift hat, einen Pivotal Turn hat und dann halt für die Welle konzipiert wurde. Mhm. Aber auch einfach ein Kite, der unglaublich viel Spaß macht zum Fliegen. Also das, ist, das ist also jeder, der den Kite geflogen ist, sagt, wow. Okay. Was würdest du sagen, was macht eure Kite-Serie aus? Wir haben alle Kites sind sehr gut balanciert. Mhm. Also die da ist jetzt kein Kite dabei, der wo man dachte, okay, das ist jetzt ein Kite, der funktioniert ganz gut in der Ecke, aber nicht so gut in der Ecke. Also die Kites sind sehr gut, sehr ausgewogen, sehr gut, da ist keine Falte drin, da flattert nichts, da ist alles very solid. Das ganze Flugbild ist extrem harmonisch. Es kommt natürlich, das ist jetzt, es kommt durch die Erfahrung. Es kommt einfach durch die Erfahrung der nicht nur von mir, des Designers, aber auch der Aufgabenstellung, welche wir uns am Anfang gegeben haben, wie die Produkte, in welchen Produkten, Kategorien die Produkte gut performen müssen. Ja. Also es wirkt auf mich sehr positiv und ich, so wie es sich anhört, ist es ja einfach so, dass du jetzt 15 Jahre Know-how aufgebaut hast und jetzt quasi auf einem frischen weißen Blatt Papier einfach mal die Essenz von deiner Erfahrung jetzt mal in die Produkte bringst und auf Produktionsstätten, die bewährt sind, die du aus jahrelanger Zusammenarbeit kennst und zu schätzen weißt, da jetzt ein High-Class-Produkt rausballern wirst. Ja. Wo werden wir uns im Preissegment befinden? Das ist so eine interessante Geschichte aktuell, allgemein in der Kite-Branche jetzt. Ja. Ne? Wie du gerade sagst, wir bauen hier ein Produkt mit Top-Materialien, Top-Verarbeitung und auch in der Performance sind wir da, wo wir uns hinter nichts verstecken müssen. Ja. Und in dem Preissegment wir werden kein Discounter sein, wir werden kein Cheap Modell hier aufstellen. Ja. Wir werden einen normalen, guten Preis haben. Ja, ja, okay. Das wird dann bei Veröffentlichung. Ja, okay, gut. Gibt es denn, wenn ich das auch mal vielleicht so ein bisschen rauszaubern könnte hier, gibt es denn schon Sachen, die man verraten kann über einen Produktzyklus? Weil ich muss aktuell sagen, ich bin ein Freund, also ich finde es schade, dass jedes Jahr neue Produkte rauskommen. Ja. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass die Kites, die auf den Markt kommen und das Material, das wir benutzen, so gut ist, dass es eigentlich ausreichen würde, alle 3 Jahre neu. Es macht, ich kenne jetzt keine große Brand, die alle 3 Jahre Kites rausbringt, aber ich glaube, das ist das, wo ich mir wünschen würde und hoffe, dass in Zukunft die Branche hingehen wird. Wie wird es bei euch aussehen? Also, das ist natürlich. Du schmunzelst, als ob ich jetzt voll reingetroffen hätte. Nein, ich bin ein Produktdesigner und ich liebe meine Arbeit. Ja. Also, wenn du mir jetzt sagst, ich soll ein Jahr lang mich ruhig hinlegen und. Ja. Nein. Nee, aber du nutzt die Zeit ja trotzdem für eine Weiterentwicklung und musst es ja nicht jedes Jahr releasen halt. Ne? Also. Ja, natürlich die Weiterentwicklung. Also, zum Beispiel, wenn eine komplette Neuentwicklung stattfinden muss, brauchst du natürlich ein bisschen länger Zeit, als wenn eine evolutionäre Entwicklung stattfindet. Trotzdem der Kite-Markt oder auch generell der Wassersportmarkt, sei es vom Windsurfen, sei es vom Kiten, das Windsurfen ist auch ein bisschen meine,
meine Herkunft in den frühen Jahren, ist so, zumindest, ich weiß nicht so genau, wie es in Deutschland ist. Ich bin in Deutschland als Gast unterwegs, aber in den meisten Ländern scheint es mir immer noch so zu sein, dass der Markt eigentlich einen jährlichen Kollektionswechsel dort oder Modellwechsel oder Versionswechsel bevorzugt. Ist eine schwierige Frage und absolut berechtigt, dass man die permanent diskutiert. Also ja. Ich würde sagen, es gibt Pros und Cons für beide. Okay, und das ist bei euch jetzt noch offen, wie ihr das machen werdet. Also naja, es ist nicht wirklich, ja, aber okay. Eines der kleinen Geheimnisse, die wir vielleicht noch ein bisschen länger haben. Okay, gut. Was bringt ihr denn so an Innovationen mit? Habt ihr ein neues System an der Bar? Ja. Oder? Ja, wir haben ein paar Sachen und wir haben noch ein Modell haben wir vergessen. Wir haben zum Beispiel noch den PS, die Progression Series. Und dieser Kite wird der ist konzipiert zum Easy Starter, sage ich mal. Ja. Und welcher? Ein Dreistrut-Kite, das ist dann. Hätte ich genauso gemacht. Ja, gut. Ja, ne? Wir könnten natürlich auch 5 einbauen oder 7 oder 8 oder so, aber dann wäre das verfehlt. Bevor du das machst, ruf mich an, ich gebe gerne auch meinen Input dazu. Ne? Sehr gut. Nee, klar, das ist ein Dreistrut-Kite mit einer mittleren bis geringen Low-Aspect-Ratio. Mit relativ viel Sweep im Kite, sodass wir halt einen guten Grundzug haben, ein stabiles Flugverhalten haben. Der Kite hat insgesamt eine leicht größere Durchmesser in der Inflatable Structure, sodass er halt eine größere Eigenstabilität hat, auch wenn er im Wasser liegt. Und in dem Kite gibt es auch Innovationen, wie zum Beispiel eine Pull-In-Bridle, welche sich dann bei zum Beispiel, wenn keine Leinenspannung anliegt, sich die Bridle zusammenzieht, um dann halt Leinenkängel zu vermeiden. Ja. Das ist sozusagen eine Innovation, die von allen Dingen in dieser Target Group, will ich mal sagen, Vorteile bringt. Ja, okay. Aber es ist trotzdem schön, den man halt nach seinem Kurs sich kaufen kann und die nächsten 3-4 Saisons damit halt auch wächst. Ne? Ja, ja. Also man darf ihn nicht abstempeln als absoluten Schulungsschirm, sondern es ist einfach wirklich ein schöner Einstieg, aber auch ein schöner Aufsteigerschirm. Ja. Und das, denke ich, ist ganz gut ausbalanciert. Ne? Ja. Zum vor allem sehr interessanten Preisniveau. Ja. Ja. Das ist deswegen die Tasche auch ein bisschen angekommen. Okay. Ja, also ich finde das immer spannend, wenn man, ich meine, die Entwicklung der Kites ist ja heutzutage so fortgeschritten, dass die Kites schon so weit vorne sind, dass sie auch schon mal einen Einsteiger überfordern können, obwohl die vom Shape schon für den Einsteiger gemacht sind, aber die haben manchmal schon so einen Wumms, dass ich einen Einsteiger erschrecken könnte, was dahinter steckt. Deswegen finde ich es ganz toll, dass es Hersteller gibt, die da auch nochmal ein, ich sage jetzt mal, ja, Entry-Kite, wo man halt so als Einsteiger an die Hand genommen wird, aber man kauft sich damit nicht einen gedrosselten Kite, der einfach nur schwach ist und der am Ende zu wenig Leistung bringt, sondern einfach einer, ja, wo man halt an die Hand genommen wird, wo man anfängt zu spielen und sich auch mal traut, neue Sachen auszuprobieren, bevor man halt auf die Kites mit ein bisschen mehr Wumms wechselt dann einfach. Ne? Genau, das ist der Core-Gedanke hinter dem PS, dass wir da das so machen. Ne? Ja, okay. Jetzt habt ihr noch eine Bar mit dabei. Ja. Was können wir zur Bar sagen? Ja, die Bar, gut, die Bar ist noch nicht ganz in der Farbkombination hier. Wir haben eine gespritzte Kunststoffbar mit Glaseinlage. Und die Bar hat eine Besonderheit, das ist ein Quick Release. Quick Release entspricht der derzeit gültigen französischen Norm. Das ist erstmal natürlich Grundvoraussetzung, klar, wenn man heute ein Quick Release an den Markt bringt. Die Bar hat das Quick Release hat dann einen Zwirbel unterhalb der Bar. Ebenfalls das Quick Release hat ein großes Center Hall. Dann hat die Bar Center Hall Loch in der Mitte, ne? welches dann halt eine Single Frontline Safety oder
weiß die englische Wörter hier, Entschuldigung, Single Frontline Safety ermöglicht, und zwar mit einem tiefen V. Und das haben auch nicht viele Bars heute auf dem Markt. Also die meisten Bars haben entweder ein hohes V oder sie haben ein tiefes V und dann irgendeine Konstellation, wo dann halt eine Doppelleine oder irgendwas anderes dann benutzt wird, um halt eine Single Frontline Safety Funktion zu ermöglichen. Mhm. Des Weiteren hat die Bar einen Release-Mechanismus, welcher durch einfaches Zurückstecken des Chicken Loops wieder reloaded werden kann oder aktiviert werden also kann. Also muss man nichts öffnen, damit man es wieder reinbekommt, kein großes Gepopel da, sondern nur reinschieben. Und brauchst, das ist wie ein Sicherheitsgurt im Auto, das ist geil, klack, ist es wieder drin. Ja. Und das ist natürlich auch für, ich denke mal gerade auch für Schulungen wird es sehr positiv sein, wenn man nicht irgendwo das Ganze in einem komplizierten Prozess zusammenbauen müssen. Also wir haben uns, du kannst dich auslösen mit der Bar, du fährst, du löst aus, du ziehst wieder dein Lied zusammen, du fährst und du bist fast gerade auf zu gleiten und kannst dich reinhucken. Also wer ein geübter Fahrer kann es beim Fahren schnell wieder zusammenstecken. Ganz schnell zusammenstecken. Okay. Das sind jetzt die Produkte. Hm. Kann man in Zukunft damit rechnen, dass nochmal Bretter von euch kommen oder werdet ihr das jetzt hier drauf beschränken? Wir werden auch Bretter bauen. Mhm. Wir haben auch einen langjährigen Freund an Bord, der dann die Bretter, also die Twin Tips baut. Und bei den Surfbrettern ist es so, dass also ich wohne in Portugal, in Guincho. Okay, und dort seit einigen Jahren. Und dort baue ich schon seit recht langer Zeit oder designe ich und baue die Directional Surfboards. Mhm. Und da haben wir super Möglichkeiten, super Prototypmöglichkeiten. Also wir haben die besten CNC-Maschinen dort vor Ort, Local Backup Shaper und Glaser, die dann uns die Prototypen bauen und auch dort die Produkte in der Produktion bauen. Mhm. Also die Directional Surfboard, und das sind wirklich Highlights, die wir da bauen, weil das sind Bretter, die wiegen alle unter 3 Kilo, haben sehr guten Flex, sehr gutes Flexverhalten und sind einfach Performance Surfboards. Ja. So. Werden die sowohl die Directional als auch die Twin Tips noch in diesem Jahr released oder ist das etwas, was noch fürs nächste Jahr? Okay. Kommt alles dieses Jahr. Ja. Okay. Das ist alles. Ja. Start. Okay, also ich freue mich sehr, wenn es Leute gibt, die sich was trauen, die jetzt versuchen, hier in den Markt mit neuen Produkten zu kommen, mit einigen Innovationen, mit einer hohen Qualität. Und ich bin sehr gespannt. Ich ziehe da total meinen Hut vor, muss ich sagen. Und freue mich natürlich auch als einer der ersten hier in Deutschland, hier als Testcenter, direkt an der Nordsee eure Sachen anbieten zu können. Ja. Hey, und das ist auch total, ich freut mich auch, vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Ja, sehr. Und weil es halt ein super, super Job und nicht nur um die Promotion, aber auch um Leuten Kite-Fragen zu beantworten. Ja. Und das ist eine gute Serviceleistung und was wir alle wollen, ist ja den Sport voranzubringen. Ja. Und den Leuten einfach ein gutes und sicheres Erlebnis zu gewähren. Ne? Ja. Und das ist natürlich mit qualitativen Leuten wie dir gegeben. Und das ist Dankeschön. Ja, ja. Okay, danke fürs Kompliment auf jeden Fall. Dennoch würde ich sagen, machen wir jetzt als nächstes weiter mit ein paar Testberichten vom Wasser. Ich werde die Kites jetzt mal testen und euch mal erzählen, wie es gewesen ist. Bis demnächst. Mach's gut. Ciao. Tschüss.